Man schätzt ihn circa auf 2015 geboren. Er kommt ursprünglich zu uns als Fundtier. Freddy ist sehr verschmust, allerdings braucht er natürlich eine klare Führungshand, dass er einen nicht, also gerade bei der Größe, einen nicht dominiert. Das versucht er sehr schnell, was er mit einem machen kann. Deswegen muss man da von vornherein ihm sagen, wer das Sagen hat. Freddy hat eine leichte bis mittelgradige Hüftgelenksdysplasie, das heißt Interessenten, die Freddy gern übernehmen möchten, sollten eine ebenerdige Wohnung haben, wo Freddy keine Treppen steigen muss. Freddy ist sehr gern draußen, das heißt, bevor er überhaupt isst, möchte Freddy erstmal auf die Wiese, dass er sich erstmal bewegen kann. Ja, mit dem Fressen, da ist Freddy ein kleiner Spezialist. Wir haben jetzt momentan wirklich hochwertiges Futter mit Würstchenwasser und das isst er tatsächlich. Ja. Verträglichkeit aufgrund der Größe haben wir bisher noch nicht ausprobiert. Allerdings lässt sich der Freddy sehr gut bei uns, wenn er jetzt in seinen Zwinger muss oder von der Wiese heruntergeführt wird, dann lässt er sich ganz gut an anderen Hunden vorbeiführen. Die Rasse Kangal ist ein Herdenschutzhund, welche sehr dickköpfig sind, sehr eigensinnig. Bei Fremden eigentlich eher Misstrauisch, was aber Freddy nicht hat. Der ist sehr offen, was Fremde angeht. Unser lieber Husky Sky, der sucht noch ein neues Zuhause. Sky ist jetzt schon etwas länger bei uns. Er wurde abgegeben, weil die ehemaligen Besitzer nicht mehr mit ihm zurechtkamen. Und wir hatten Sky eigentlich relativ schnell vermittelt an einen neuen Interessenten. Allerdings kam Sky da nach kurzer Zeit wieder zurück, weil er Ressourcen verteidigt. Und zwar seine Ressourcen sind das Futter. Nicht unbedingt das Hundefutter, aber das menschliche Essen. Und deswegen suchen wir für Sky hundeerfahrene Interessenten, Menschen, die sich mit der Rasse Husky auskennen. Sky mag es gerne draußen zu sein. Er findet die Wärme, was für Huskies eigentlich sehr typisch ist, eher als unangenehm. Er liegt gerne draußen, auch jetzt gerade bei den kälteren Temperaturen, und deswegen suchen wir ein Zuhause, wo er sich auch viel draußen befinden kann, wo er viel mit unterwegs ist, wo er aber natürlich auch Anschluss mit bei der Familie hat. In der Familie sollten aber aufgrund der Ressourcen oder aufgrund der Futterverteidigung keine Kinder sich befinden. Ja, wir sind jetzt hier draußen bei unseren Wildkatzen. Wir haben momentan 8 Wildkatzen. Unsere 8 Wildkatzen sind ursprünglich als Fundtiere hierher gekommen oder sogar als Abgabetiere teilweise, die man überhaupt nicht auch nach längerer, auch mit anderen Katzen bzw. in einer Box nicht händeln konnte. Die Katzen haben unterschiedliche Alter, das geht von 2004 bis 2016 circa geboren. Ja, die Katzen, die lassen sich nicht anfassen, das heißt, wir suchen wirklich Höfe oder Reitställe, wo sich die Katzen dann wirklich, wo sie gefüttert werden können, wo sie vielleicht auch Mäuse jagen können.
aber halt ja, leider nicht angefasst oder zumindest bisher noch nicht angefasst werden können. Unsere Katzen sind geimpft und sie sind natürlich auch kastriert, sodass sie, wenn sich jemand für diese Tiere interessiert, sie natürlich dann auch direkt nach draußen können und nicht noch erst eine gewisse Zeit, also gewisse Zeit lang wegen der Kastration innen aufhalten müssen. Wir haben hier zum Beispiel auch unsere Nelly mit dabei. Alle anderen Katzen sind bisher noch namenlos, wo man dann natürlich auch gerne noch Namen geben darf.